Und damit ist er synchronisiert. Ja. Komm schon, jetzt seid nicht so leise. Sagt was. Ach, wir sind die Einzigen, die gerade. Oh, echt? Ja, Chris hat sich gemutet. Ja, stimmt. Ist aber noch da, ich weiß nicht, was mit dem ist. Naja. So. Die Besprechung vom Hauptbahnhof hat jetzt ein Ende. Ich habe das letzte Mal aufgehört, wo ich hier angefangen habe, die Wände noch zu zimmern. Das wird auch ungefähr so aussehen. Auf der Seite da hinten werde ich das jetzt gleich auch noch so bauen wie hier. Das geht ja schnell. Und dann werde ich mich erstmal in die Verteilerebene ranmachen. Weil hier kommt quasi dann eine schöne Umrundung rein. Und von den Umrundungen kannst du jeweils am Ende auf die Gleise jeweils drauf zulaufen. Ja, die einzelnen Systeme, das ist quasi so geplant. Egal von wo man kommt, man landet automatisch hier auf dem gelben Gleis. Hier ist Endstation. Wenn man von hier aus, egal wohin man fahren will, zu welchem Spieler, fährst du immer von grün aus. Da kümmert sich der Stefan drum, der baut hier dann so ein Netzsystem, wo man das quasi über Netze dann auswählt. Ja, die beiden außenliegenden Gleise, das sind nur Durchfahrtsgleise. Quasi jetzt als Beispiel, du fährst von Michi aus, durch den Hauptbahnhof, durch zu Stefan. Und dann haben wir noch das blaue hier, eine Anbindung an die an das später entstehende Minensystem. Ja, gut. Willst du irgendwas dazu sagen, Stefan? Ja, das wird alles ganz super. Das waren harte Verhandlungen. Ja, sehr hart. Aber ich glaube, das wird schon ganz cool werden. Ja. Vor allem die Farming-Aktion für Redstone, Eisen. Oh ja. Unter anderem auch Gravel. Gravel ist so. Aber wir sind ja viele Spieler, da kann ja jeder sein Tribut dazu beitragen. Ja, gut. Ich bezweifle, dass es passieren wird. Ja, stimmt. Ich wäre eigentlich dafür, dass egal. Wir quasi so bei Michi irgendwo in der Nähe eine Kiste hinsetzen, wo man dann halt, wo jeder was reinlegen kann. Ja. Allerdings, glaube ich, könnte es passieren, dass wenn da jetzt Eisen drin liegt, dass irgendein Spieler sich dann Eisen von da rausnimmt. Ja, nicht wenn die nur für den Bahnhof gedacht ist. Ja, aber es hat jeder darauf Zugriff, das meine ich halt. Ja und? Ja, wir können auch so ein System machen, dass die Kiste automatisch mit Hoppern ausgesaugt wird. Gut, das könnte man machen. Dann müssen wir quasi dort noch eine Bank hinsetzen. Und von da aus... Warte, mir fällt gerade auf, Christian hat meine Schere geklaut. Die er mit meinem Eisen gefertigt hat. Egal. Man müsste quasi dann einmal so eine Bank bauen. Anstatt dass mit Geld gehandelt wird, wird dann damit Waren gehandelt. Genau. Es muss sicher verschlossen werden und nur die Leute müssen Zutritt zu den Räumen haben, die für dementsprechendes Projekt dann auch bauen. Genau. Das kann man auch über Redstone-Schaltung machen, so Zahlenkombination. Ach du Scheiße. Machen, aber wir brauchen unser Redstone noch für den Bahnhof. Ja. Ich glaube, eine Bank müssen wir echt später mal hier einführen in der Stadt. Ja. Was wollte ich jetzt? Ach ja, ich brauche Gravel. Ich muss Gravel holen. Hast du vielleicht Gravel übrig? Ich habe nicht viel davon. Ich brauche circa 2 Stacks. 2 Stacks habe ich. Juhu. Kann ich. Ich komme zu dir. Ah, okay. Dann mache ich mir jetzt eine Schere, hol mir nochmal Hornbüschel und Wolle. Schere ist da. Muss mir das jetzt nicht bis vor die Füße legen. Doch. Ja, super, mein Platz. Ah, weg mit den Spinnenaugen, weg damit. Okay, danke. Jo. So, dann ist das auch erledigt. Hast du eigentlich auch diesen Mod installiert mit der Karte? Nee, habe ich nicht. Ich spiele ganz vanilla. Ohne alles.
Ach ja. Gravel brauche ich hier hinten. Ach, und Glas brauche ich noch ganz viel, muss ich noch machen. Vor allem interessant wird es einfach auch der Bahnhof. Der wird ja quasi innen drin sehr modern gehalten. Von der Architektur. Und außen hat Michi gesagt, er möchte halt die Stadt quasi so ein bisschen altmodisch haben. Ach so. Quasi als Vergleich, kennst du diese Backsteingebäude aus zum Beispiel New York und so weiter? Nee, nicht wirklich. Also ungefähr, wie die halt aussehen. Also er möchte jetzt, kein Mittelalter-Ding haben, er möchte kein hochmodernes haben. Aber halt so schon etwas ältere Modelle halt, wie es in der Stadt gibt. Okay. Kann das besser nicht erklären. Und der Bahnhof sollte dementsprechend auch so von außen aussehen. Das wird auch nochmal mega Aktion. Das heißt quasi das, was ich gerade alles hier abgebaut habe, also was wir hier abgebaut haben, müsste nochmal außen als Verkleidung drumherum gesetzt werden. Ja. Das ist viel. Langsam echt einen Krampf in den Händen. Also einen kleinen Finger nur. Wovon? Ja, von der Tastatur. Ach so. Weil der halt so angewinkelt nach oben steht die ganze Zeit, ey. So, dann die Wand noch. Und dann kommt die Zwischenstation. Und ich muss dringend gucken, wo die Höhlen sind, wo die Zombies drin hocken. Das nervt. Bis hier am Bahnhof hast du erstmal die Zombies überall. Und ganz wichtig, die Türwächter später, ne? Ja, die Ortsilots, ne? Damit dir bloß keine Attentäter reinrennen. Hallo! Hallo Chris! Hi! Wie geht's denn noch? Weißt du, was mir gerade aufgefallen ist? Was denn? Du hast die Schafe doch geschert, ne? Ja. Du hast eine Schere dafür gebaut. Ja? Mit meinem Eisen, ne? Oh Gott, zwei Eisen! Du hast mir zwei Eisen geklappt. Nein, Spaß, ist okay. Der Typ ist broken, ja. Der kann sich keine zwei Eisen leisten. Ich steck meine ganze Energie in den Bahnhof. Was mit Michi? Wo ist der? Ich glaube, der ist essen. Wieder? Ah, ne, der war gerade erst essen, ne? Ja, keine Ahnung. Und Ims? Keine Ahnung. Ich glaube, es wird. Mastermonk? Keine Ahnung. Achso, Mastermonk, Julius, der wollte. Der hat irgendwas auf dem anderen. Also auf seinem Server noch gehabt. Wollte er reden? Naja, der meinte, der hätte da gerade was Cooles noch gesehen und das wollte er sich wohl angucken. Die Logik, war auch nicht cool. Die Logik dahinter, etwas Cooles zu sehen, was man sich dann erst angucken muss, verstehe ich auch nicht. Wurde vielleicht noch cool. Ach ja, und ich nehme wieder auf. So. Hallo, was da morgen, wenn du das gleich hörst. Also das gleich, wenn du dann endlich hörst, wenn das online kommt. Zwei Monaten. Es ist eine Schande, ne? Der Michi hat mir eine verzauberte Holzspitzhacke gegeben. Und die ist sowas von lahm. Aber sie muss halt verbraucht werden. Stefan hat dir die gegeben, hallo? Ja, echt. Was? Die ist von dir? Ja klar, die mit Unbreaking 1. Stimmt, sie ist von dir. Tut mir leid. Aber Mann. Trotzdem, sie muss irgendwie verbraucht werden. Das nächste Mal gebe ich dir mit Unbreaking 3. Hätte man die nicht einfach verbrennen können? Ja, schon. Okay. Ist deine Sache, was du damit machst, ne? Wäre ich nur hinterher nicht, ne? Oh, jetzt buggen hier so Steine in der Wand rum, nur weil ich die nicht aufgesammelt habe. Ist das kacke. Uhu, und so. So, könnt ihr mal alle pennen? Von mir aus?
Einen kleinen Moment. Lucy, Xaron joint the game, Xaron left the game, Xaron joint the game, Xaron left the game. Ich muss nur kurz wieder nach oben rennen. Ich hab allerbeste Freunde erreicht. Oh. So, es kann gequent werden in 5, 4, 3, 2, 9. Mach ich jetzt mal einen Weg zu der richtigen Weg. Mach so. Guck mal, ob ich jetzt einen Weg hinkrieg zu. Aber es ist gar nicht gepennt. Also ich liege. Ich auch. Irgendwo ist der Typ gerade aufgestanden. Ich dachte, ihr hättet schon alle gepennt. Also ich muss mal ganz kurz jetzt aber die Item ausmachen. Weil der Typ ist einfach vielleicht aufgestanden. Ich dachte, okay, jetzt kann ich. Ich mache mich jetzt einen Weg. So. Nicht richtig einen Weg. Also ich guck mal Dorf hin, also ob ich da jetzt irgendwie einen Weg bauen muss oder ob das. Wohin denn? Ein Dorf. Achso. Sag mal, du hast doch die Map, diese Map installiert, ne? Ja. Weißt du, wie man Todespunkte da löscht? Wegpunkte löscht? Ja. J und dann gehst du unten links auf Waypoints. Da kannst du alle die Farben ändern und löschen. Okay. Du kannst vielleicht den Wegpoint löschen, aber du kannst niemals die Schande löschen. Was muss er machen? Was hat er gemacht? Er ist gestorben. Ja, das ist ja länger, ja. Ach, da wird dein Todespunkt angezeigt? Ja. Der geht nicht weg? Ja doch, jetzt ja. Ja, ich meine aber, der geht normal nicht weg. Nein, den musst du halt removen. Dauert das ewig mit dieser Holzspitzhacke. Es ist so richtig geil, wenn man so einen Unendlichkeitsbogen hat. Danke dir nochmal herzlich für das Geschenk. Es hilft mir sehr. Ja, ein Geschenk. Willst du noch eine haben? Vor allem in der Geschwindigkeit ist das Ding unschlagbar. Sowas Langsames habe ich noch nie gesehen. Ja, die schlechteste Spitzhacke im Spiel. Der schlechtesten Verzauberung im Spiel. Nee, also die Verzauberung ist eigentlich schon gut und die Spitzhacke, würde ich mal sagen, das ist eigentlich scheiße, für den Anfang ist auch okay, aber die Kombination aus Holz und hier Dings heißt Unbreaking, ne? Die ist scheiße. Ja, genau. Hat die auch die Effizienz oder nur Unbreaking? Nur Unbreaking. Einfach nur Unbreaking 1, ja, ich mit Level 1 verzaubert, weil ich was anderes verzaubern wollte. Okay. Es wäre einfacher, die Leute dafür direkt umzubringen, ne? Aber das ist echt eine Qual. Wie lange man damit arbeiten ist, ey. Wie lange meinst du damit schon? Also ich habe die fast bis zur Hälfte aufgebaut und ich habe drei von den Plattformen, also hier am Ende hingezimmert. Quasi die, also die Plattformbreite, 5 Blöcke und 1, 2, 3 und 6 Blöcke hoch. Okay. Also 30, 90 Blöcke habe ich damit gesetzt. So, jetzt kommt die Umrandung. Aufhalten. So, dann hier hin. Weg. Weißt du, das Geilste? Eine Eisenschaufel, Efficiency 3 und Haltbarkeit 3. Ja. Das ist auch schön.
Was auch geil ist, einfach eine Spitzhacke mit Effizienz 4, Haltbarkeit 3 und Glück 3. Jetzt muss ich dann nur noch das auf Upgrade auf Effizienz 5. So eine habe ich auch. Ich habe eine mit Effizienz 5, aber nur mit Glück 2, deswegen nicht. Achso, ja, die ist Quatsch. Glück 2 ist ekelhaft. Ich glaube, zwischen 4 und 5 ist normalerweise kein Unterschied. Hä? Hey? Nee, ich glaube, also. Ich glaube nicht. Also zumindest nicht gefühlt. Aber wenn man einen Beacon hat und da Haste 2 drauf macht, dann kann man. Dann geht die 5er Spitzhacke richtig ab. Ach so, wenn man Beacon. Also man muss da aber in der Nähe sein für den Beacon, ne? Ja. Was für eine Reichweite hat der Beacon denn? Ich glaube 40 Blöcke. Weil alle 40 Blöcke so ein Beacon setzen hat. Ja, muss man halt. Aber Beacon so zu setzen, das kostet ja waschen, ne? Das ist ja schon aufwendig, oder? Ja. Also eigentlich lohnt sich das also gar nicht. Beide sagen, okay, ich mach noch keinen richtigen Weg, so mit Kies, aber ich mache auch jetzt nur gerade so ein bisschen Erde, dass man schön mit dem Pferd dahin reiten kann. Im Dorf. Also müssen Bäume weg. Bäume ist das jetzt das am nervigsten sein. Aber ich glaube, mit so einem Beacon und einer schnellen Spitzhacke hätten wir den Bahnhof wahrscheinlich so in 30 Minuten ausgegraben. Ja, aber da muss man erstmal Beacon setzen und da muss man doch erstmal den Enderdrachen töten, ne? Welchen Einfluss hätte der Beacon? 40 Blöcke. Naja, was das dann bringt. Also hier, wenn wir den. Dass man mit einer 5er Spitzhacke richtig schnell abbauen kann. Also so 10 Blöcke pro Sekunde oder sowas. Was? In der Art. Alter. Ding ist aber halt, man muss erstmal den Enderdrachen töten. Nee, den Wither. Ach, den Wither? Ja. Ach, man müsste den Enderdrachen töten. Nö. Warum kann ich den lassen? Der Baum muss weg. Ich brauch Glas. Hast du was dafür oder? Bitte? Hast du denn das nötige dazu oder? Ich muss mal gucken, wie viel Glas ich habe. Ein bisschen habe ich. Aber es reicht locker bei weitem nicht. So, da habe ich 9. Habe ich noch irgendwo anders Glas? Ich glaube, unten habe ich noch Glas. Also ich brauche Massen an Glas. Ich habe definitiv nicht alle Materialien dafür. Ja, Stefan, jetzt weißt du, was du tun kannst. Glas sammeln oder was? Ja. Also in erster Linie Sand. Das reicht erstmal. Nein. Das reicht für den Anfang. Nein, Glas muss jetzt einfach im Müllcontainer danach suchen, nach Glas suchen. Genau. Echt nur Schiff? Oh. Dieser Moment, wenn du auf jeden Glasblock angewiesen bist und es einfach trotzdem verkackst, den richtig zu setzen. Es gibt nichts Schlimmeres. Ist das eine Pistole? Ja, die gibt's im Cockpit. Ich pisse auf die Gegner. Mario, kannst du dich mal bitte da runterlegen? Mario, sag einfach ja oder nein. Ja. Achso, das. Du Hurensohn! So, wir haben die zwei Pimmelköpfe hier jetzt abgeholt. Ja, Tanzverbot ist am Start. Zaubern. Die Achterbahn, die geht so ab. Die Stänze mit der Gänse. Oh mein Gott!